Heute stelle ich dir 6 Düfte vor, die nicht nur hammergeil riechen, sondern mehr als ihr Geld wert sind. Erstmal hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und ich bekomme echt häufig die Frage: Jan, wie sieht's aus? Kannst du mir Düfte empfehlen, die nicht so viel Geld kosten? Ihr seht bei mir ja ganz oft, dass ich Düfte hier in die Kamera halte, die mal ein bisschen teurer sind. Und ich möchte dir jetzt einfach auch ein paar günstigere Düfte vorstellen, die du einfach kaufen kannst, dir keine Sorgen machen musst, dass dein halbes Monatseinkommen dafür drauf geht und die trotzdem genial riechen. Anfangen möchte ich mit dem Sculpture Homme von Nikos. Das ist ein Duft, der auch schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, in den 90ern ist er rausgekommen und für viele ist das so ein Jugendduft, wie zum Beispiel so ein Yob Om aus den 90ern oder auch so ein One Million in den 2010er Jahren, die ihn einfach hoch und runter getragen haben. Er ist ein wunderschön cleaner Duft. Er hat eine Betonung eher auf so einer zitrischen Note, ist perfekt im Sommer geeignet, ein perfekter Büroduft und gerade für den Preis, den er kostet, ich glaube, das sind auch nur so 20, 30, ich glaube nicht mal 30 Euro, für, ich glaube, 100 ml bekommst du den mittlerweile auch, ist es wirklich ein Preis Leistungssieger. Es ist mal ein bisschen was anderes. Es ist kein Duft, der aus der Menge wirklich viel hervorsticht, aber es ist ein super schöner Alltagsbegleiter, der auch ziemlich lange hält. Für mich hält er so einen ganzen Bürotag lang. Das heißt, für viele von euch ist das eigentlich genau das Perfekte für die Schule, fürs Büro, fürs Studium, die einfach einen schönen, unaufdringlichen Duft suchen, der eben auch gar nicht mal so teuer ist. Der nächste auf meiner Liste ist einer, der noch ein bisschen günstiger ist und das ist der Nouveau Vetiver von Jean Provence. Mein Flakon ist auch schon ziemlich leer. Ich habe den schon ziemlich viel getragen, muss ich dazu sagen. Für mich ist das so ein bisschen ein Le Male in würziger. Jean Provence stellt, sie sagen es selber nicht wirklich, aber stellen eigentlich so, ich sag mal, sehr stark angelehnte Dupes her. Es ist aber noch ein bisschen was Eigenständigeres. Das wirst du riechen, wenn du dir mit dem Le Male vergleichst. Aber ich muss dazu sagen, er ist sehr viel vanilliger und er ist sehr viel würziger als der Le Male. Die Haltbarkeit ist leider nicht so gut, aber es ist ein unfassbar schöner, angenehmer Duft. Ich finde, das ist wirklich ein wunderschöner Duft zum Mitnehmen, zum Unterwegs aufsprühen, da er einfach immer wieder so einen frischen Kick gibt. Die Lavendel zusammen mit der Vanille und diesen ganzen würzigen, vielfältigen Noten, die sich die ganze Zeit so hin und her bewegen, einfach super schön zu so einem Gesamtbild zusammentut. Für viele schwebt Jean Provence immer noch so ein bisschen unterm Radar. Du bekommst sie auch nur auf Notino, so viel ich das weiß, ich glaube Amazon auch. Aber genau deswegen ist es, glaube ich, auch für einige von euch genau das, was sie suchen, nämlich einen sehr, sehr schönen, hochwertigen Duft, der aber trotzdem, ich glaube, so 13 Euro oder sowas kostet, also wirklich auch im unteren Preissegment sich bewegt. Auch im unteren Preissegment ist der nächste Duft und das ist der Perry Ellis 360 Red. Das ist ein Dupe. Da macht auch Perry Ellis gar kein Geheimnis draus. Das ist ein Dupe von dem Acqua di Gio. Für mich ist es aber ein Dupe, der einiges besser macht, denn er ist für eine jüngere Zielgruppe sehr, sehr viel besser geeignet. Ich habe damals schon mal im Video, ich verlinke es dir mal gerne hier oben, guck da mal gerne rein, schon gesagt, dass das Acqua di Gio ein tolles Parfum ist, gar keine Frage, aber das 360 Red auf der einen Seite besser hält, auf der anderen Seite eine jugendlichere Variante ist und als drittes eben nicht nur jugendlicher ist, sondern ich sag mal dieses Altern-Image, das Acqua di Gio leider häufig bei vielen hat, einfach komplett beiseite schiebt und was komplett Eigenes macht, weil er einfach nochmal ein bisschen cleaner ist, weil er einfach ein bisschen süßlicher ist. Und guck dir das Video einfach wirklich mal an. Ich habe das wirklich einzeln aufgedröselt, was da die Unterschiede sind und kann einfach wirklich nur sagen, Perry Ellis 360 Red ist für alle auch zusammen, wie zum Beispiel so ein Sculpture Homme geeignet, die einen schönen Alltagsduft suchen, der sehr schön clean ist, der schön zitrisch ist und ich sag mal einfach niemandem irgendwie aufdringlich wird, zu stark wird oder unangenehm wird. Und dafür muss ich auch wirklich sagen, ist der Preis, den man hier dafür bezahlt, auch vollkommen gerecht. Das sind auch so um die 30 Euro. Ja, als nächstes habe ich auf meiner Liste einen Duft aus einem arabischen Dufthaus aus dem Hause Razazi, den Darey Pour'Homme. Darey Pour'Homme ist ein Preis-Leistungssieger, was ich sag mal leicht orientalisch puderige Düfte angeht. Wir haben ja auf der einen Seite natürlich diese leicht puderige Note, ich habe es ja gerade schon erwähnt, aber auch eine herbe, leicht bittere Note. Das Ganze, ich sag mal, riecht so ein bisschen, wie es aussieht, ist eigentlich ziemlich interessant, dass ein Duft in dieser Qualität, in dem Preissegment hergestellt werden kann. Und das auch genau deswegen, weil er einfach mal ein bisschen was anderes versucht. Er ist nun wirklich kein typischer Designerduft, er ist synthetisch, gar keine Frage, aber er ist einfach von der DNA so einzigartig. Ich glaube, wenn du ihn kennst, wirst du genau wissen, was ich meine. Er ist so einzigartig in der DNA, er ist so breit irgendwie, er hat auch so eine leichte, warme Komponente mit drin. Der wird dich wirklich überraschen, wie hochwertig der riecht für, ich glaube, auch nur 20 Euro. Und als nächstes möchte ich dir noch einen Duft vorstellen, der ein ganz klein bisschen teurer ist, aber auch perfekt auf diese Liste drauf passt, nämlich der Fabulous von Tom Ford mit schlanken 400 Euro. Natürlich nicht. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Als nächstes möchte ich dir den Yob Om in der Eau de Parfum-Konzentration vorstellen. Du hast ja wahrscheinlich schon gerade gedacht, okay, Moment mal, falsches Video, was ist hier gerade passiert? Nein, natürlich nicht.
Fabulous ist auch ein toller Duft, gar keine Frage, ist aber natürlich, was Preis-Leistung angeht, eine ganz andere Kategorie. Job Homme Eau de Parfum ist ein wunderschöner Duft. Er ist sehr warm, er ist zimtig, er ist winterlich und er ist eigentlich so gar nicht wie das Job Homme in der Eau de Toilette-Konzentration. Das Eau de Toilette mag ich ja persönlich nicht so, das ist so quietschig, synthetisch, lautstark, süß. Das hier ist auch süß und synthetisch. Nur will ich jetzt gar nicht drum herum reden, aber er hat einfach sehr, sehr viel Wärme, sehr viel Kern und die DNA ist auch auf ihre Art und Weise sehr einzigartig. Es gibt eigentlich keinen Duft, der dem wirklich so eins zu eins nahe kommt. Man kann tatsächlich schon sagen, dass es einer der günstigsten Gourmand-Düfte ist, die es auf dem Markt gibt. Und falls du Gourmand-Düfte kennst, wirst du merken, okay, der ist noch sehr dünn, was ich sag mal die Basis angeht, sehr synthetisch, aber trotzdem für die 15 Euro, 20 Euro, die ich damals für den bezahlt habe, auch ein super, super schöner Duft, den man sich einfach mal mitnehmen kann, weil er auch für Jugendliche gerade so ein Einstieg in so eine warme, amprierte, gourmandige Richtung ist, bei dem es in dem Preissegment normalerweise schon ziemlich schwierig wird. Ich will jetzt aber von dir wissen, was dein Preis-Leistungs-Sieger ist und was deine top-günstigen Empfehlungen sind. Schreib mir gerne in die Kommentare, ja, welche Düfte du da empfiehlst. Ob 1, ob 10, ob 20, schreibt mir bitte alle unten rein, dass ich sie, falls ich sie noch nicht kenne, alle mal durchtesten kann und im Zweifel auch wieder hier an derselben Stelle empfehlen kann. Danke fürs Zusehen, like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.